Herzlich willkommen zur 9. Vorlesung Maschinenorientiertes Programmieren. Wir werden heute mit Hilfe von TypeDef Datenstrukturen anlegen. Die einfache Anwendung von TypeDef, quasi das Substituieren von Typen, das Neuvergeben von Namen, ja bereits kennengelernt. Datenstrukturen, oder Sie kennen wahrscheinlich die Alternativbegriffe, sogenannte Records oder Verbünde auf Deutsch. Das sind logisch oder funktionell zusammengehörige Daten, die zu einer Einheit, zu einer Struktur zusammengefasst werden. Sie dienen der gemeinsamen Verwaltung, Übertragung bzw. Speicherung von Daten. In der Grundlagen der Informatikvorlesung bringe ich immer das Beispiel, dass ein Bankkonto natürlich eine Zugehörigkeit hat, nicht nur zum Betrag, der auf dem Konto liegt und der Kontonummer, sondern es muss natürlich genauso eine Zugehörigkeit zum Eigentümer des Bankkontos geben. Und ich merke immer an, dass ich nicht möchte, dass meine Daten separat verarbeitet werden, also mein Konto quasi unabhängig von mir verarbeitet wird. So muss man sich die Idee hinter einer Datenstruktur, einem Verbund vorstellen. Die Daten sollen gemeinsam verarbeitet werden. Also das, was zusammengehört, soll auch gemeinsam verarbeitet werden und nicht aufgesplittet werden. Prinzipiell, auch wenn wir jetzt ein neues Programmierkonstrukt einführen, vereinfacht es die Programmierung und natürlich erheblich die Lesbarkeit von Programmen, wenn nicht auf einzelne Variablen zugegriffen wird, sondern auf eine gemeinsame Struktur. Ebenso ist das Zusammenfassen von Daten Voraussetzung, um dynamische Datenstrukturen wie zum Beispiel verkettete Listen oder Binärbäume überhaupt einführen zu können. Da verweise ich auf Kapitel 6, was wir erst sehr viel später betrachten werden. Ein Verbund wird angelegt mit dem Schlüsselwort struct. Ich habe hier mal ein Beispiel, struct point, und in geschweiften Klammern die Mitglieder, die Elemente dieser Struktur, x und y, jeweils vom Typ int. Das heißt, eine Typdeklaration mit struct ist wie folgt aufgebaut. Wir haben erst das Schlüsselwort struct, einen optionalen Bezeichner, in diesem Beispiel point, und im Anschluss kommt der sogenannte struct union body. Wir werden es im Anschluss noch hören. Union verwendet die gleiche Syntax wie struct. Deswegen kommt hier das gleiche Konstrukt zum Einsatz. Der struct union body schaut so aus wie die Deklaration von Variablen innerhalb geschweifter Klammern, außer dass natürlich das Schlüsselwort extern hier keinen Sinn macht. Das heißt, wir können lokale Elemente einer Struktur ähnlich wie Variablen anlegen. Wir dürfen sie allerdings nicht initialisieren. Also es handelt sich um eine reine Deklaration und nicht um die Definition einer Struktur. Das sehen wir jetzt hier im Bild einfach mit int x, y. Ich kann eine Variable eines beliebigen Typs, natürlich auch eines zusammengesetzten, definierten TypeDef-Typs oder eines struct hier innerhalb dieses struct union bodies verwenden. Struct kann beliebige Daten zusammenfassen. Es definiert oder regelt den Zugriff auf den Speicher. Struct alleine ist aber noch kein Datentyp. Das heißt, um eine Variable anzulegen, die den Typ struct aufweist, muss ich die Variable mit Hilfe des Schlüsselworts struct, dem Namen der entsprechenden Struktur und dem Bezeichnen der Variable anlegen. Wir sollten daher struct immer im Sinne einer Deklaration sehen. Wir deklarieren also einen Verbund und beschreiben damit, wie die Elemente eines Verbundes im Speicher angeordnet sind. Eine wichtige Eigenschaft von C ist dabei, dass die Elemente einer Struktur aufsteigend im Speicher angelegt werden. Wenn ich also jetzt hier für die Struktur point Speicher, wie in dem Beispiel für die Variable p anlege, dann belegt die Variable p auf einem 32-Bit-System 8 Bytes Speicher, also 2x4 Bytes für die Variablen x und y. Und im Speicher aufsteigend ist erst das x und dann das y angelegt. Wir definieren also mit Hilfe des Schlüsselworts struct ein Speicherabbild. Dieses Speicherabbild wird dann so beim Anlegen einer Variable im Speicher repräsentiert. Wir können
mithilfe der Kombination TypeDef auch einen neuen Datentyp definieren. Hier ein anderes Beispiel für eine Datenstruktur. Die Datenstruktur T-Color enthält hier die Farben Rot, Grün und Blau jeweils als ein unsigned Character, belegt also 3 Bytes im Speicher. Aufsteigend wird Rot, Grün und Blau im Speicher abgelegt. Und wir haben das ja bereits in der letzten Stunde kennengelernt. Mit TypeDef benennen Sie die Definition einer Variable mit einem neuen Namen und legen auf diese Weise einen neuen Datentyp an. Dieser heißt jetzt hier in dem Beispiel T-Color. Sie können optional der Struktur selber auch noch einen Namen geben. Also das, was ich vorhin gezeigt habe, dass wir Strukturen mit einem Bezeichner versehen können, mit einem Struct Identifier, das ist jetzt hier ausgelassen. Wir nutzen hier die Optionalität aus. Wir definieren einen Typ, der heißt T-Color und enthält eine namenlose Struktur mit den Elementen Rot, Grün und Blau. Auch wenn wir für Variablen in C immer den gleichen globalen Namensraum verwenden, also nicht nur für Variablen, sondern auch für Funktionen und Aufzählungstypen, verwenden wir immer den gleichen globalen Namensraum, so legt C für Strukturen einen eigenen Namensraum an. Das heißt, ich kann den Strukturnamen gleichsetzen mit dem TypeDef-Namen. Ich könnte also hier durchaus ein TypeDef-Struct T-Color anlegen, das eben die Farben Rot, Grün und Blau als Charakter aufnimmt und mit dem Typnamen T-Color bezeichnet wird. Sie finden allerdings häufig, dass Datenstrukturen, die mit TypeDef angelegt werden, keinen Struct Identifier aufweisen, also namenslos sind. Ich zeige auf der nächsten Folie noch ein paar weitere Beispiele zur Anwendung von TypeDef und Struct. Also erstmal unsere bereits bekannte Struktur T-Color. Wir können das Point in eine TypeDef-Struktur umwandeln, indem wir das Struct innerhalb von TypeDef definieren. Ich habe es jetzt hier T-Point genannt. Auch hier nochmal der Hinweis, der Name der Struktur Point ist jetzt hier weggefallen. Und wir können natürlich Strukturen auch kombinieren. Das heißt, diese Deklaration hier müsste natürlich jetzt unterhalb von T-Color im Programmtext erscheinen. Also hier jetzt mal in der Idee eine 2-Spalten-Darstellung des Texts, einfach um ein bisschen Platz auf der Folie zu sparen. Das heißt, unser TypeDef-Struct T-Pixel, unser T-Pixel-Typ enthält jetzt erst einen Punkt, der aus X und Y besteht und dann die Farbe C, die aus den Elementen Rot, Grün und Blau bestehen. Sie sehen also, wir können innerhalb von Strukturen auch wieder Strukturen verwenden und damit eine Hierarchie aufbauen. Wie der Zugriff auf die Struktur erfolgt, das zeige ich Ihnen gleich im Anschluss bei den Beispielen. Noch ein Hinweis, der allerdings unter den Programmierern etwas umstritten ist. Ich plädiere aber stark für diese Vorgehensweise. Wir sollten Datenstrukturen immer mit TypeDef Struct anlegen. Das schließt nämlich eine implizite Definition von Variablen, von Datensätzen aus. Ich kann nämlich in C blöderweise mit Struct direkt auch eine Variable anlegen. Ich kann, was sogar ganz schlimm ist, in C einfach eine namenlose Struktur anlegen und eine Variable damit definieren, die ich dann im Anschluss gar nicht groß verwenden kann. Man nutzt sowas einfach, um Speicher zu reservieren, um Speicherbereiche zu belegen. Das führt aber auf jeden Fall zu einem schwer lesbaren Programm. Das Problem, was ich hier weiterhin anspreche, ist, wenn wir nicht klar unterscheiden, ob wir Strukturen deklarieren oder definieren, dann kann das, wie wir später noch hören werden, im Sinne von Header-Dateien zu Problemen führen, zu doppelten Symbolen, die beim Linken dann zu Problemen führen. Und deswegen sollten wir im Sinne einer heute modernen Programmierung, ähnlich wie bei der Objektorientierung, die Datenstrukturen mit TypeDef ähnlich wie Klassen in Java oder in C++ betrachten. Wenn wir also mit TypeDef eine Struktur anlegen, dann legen wir nur ein Skelett an, quasi eine Schablone, wie der Speicher aufgebaut wird,
und wir haben nicht die Möglichkeit, mit TypeDef auf direkt Speicher anzufordern, also eine Variable zu definieren. Ich habe das mal hier auf der Folie dargestellt. Wir haben unseren struct point als Negativbeispiel mit x und y als Element der Struktur und das p dahinter ist eine implizite Definition der Variable p. Das heißt, hier wird Speicher für p auch reserviert. Wenn sowas in einer Header-Datei steht, wird unter Umständen bei mehrfachen Einlesen verschiedener Module dieser Header-Datei der Speicher dann mehrfach angelegt. Und das führt dann beim Linken zu Problemen. Wenn ich eine Struktur mit TypeDef deklariere, dann benenne ich eine neue Datenstruktur, die genau diese Typen int x und int y aufweist, aber ich lege damit keine Variable an. Die Variable wird dann erst wie eine klassische Definition in C mit Standardtypen eben wie int und char oder float angelegt. Das heißt, ich verwende dann explizit den Namen des Typs und die Variable. Um den Gegnern dieser Vorgehensweise auch ein Wort zu geben, also typischerweise bei der Linux-Kernel-Entwicklung spricht man sich gegen diese Vorgehensweise aus. Die Begründung liegt darin, dass wenn ich einen Typ mit TypeDef anlege, dann ist dem Typ nachher nicht mehr anzusehen, ob es ein einfacher Enum ist oder eine komplexere Datenstruktur. Wenn wir eben mit struct explizit dann die Variable anlegen müssen, also auf TypeDef verzichten, dann wird das beim Lesen des Programms offensichtlich. Wir werden noch bei den Operatoren kennenlernen, dass Strukturen im Speicher kopiert werden. Das heißt, die Übergabe einer Struktur als Parameter ist durchaus als sehr ineffizient zu betrachten. Und von daher kann es natürlich ein Hinweis sein, wenn ein struct im Aufruf einer Funktion steht, dass das Ganze hier ineffizient ist und dass ich das besser über einen Zeiger lösen könnte. Trotzdem sehe ich im Vordergrund die Lesbarkeit und moderne Entwicklungsumgebungen erlauben natürlich das Betrachten, was ist ein TypeDef, was wurde definiert. Das heißt, ich kann beim Entwickeln sofort feststellen, ob es sich um eine Struktur oder einen Enum-Typ an der Stelle handelt. Ja, ein paar Beispiele zur Definition und zur Initialisierung von Strukturen. Ich gehe jetzt immer mal von den drei Strukturen als TypeDef struct angelegt aus, die wir auf den Folien davor gesehen haben. Also zum Beispiel eine Punktvariable origin als tPoint definiert, kann ich mit x und y gleich 0 natürlich initialisieren. Ich kann die Farbe schwarz beispielsweise definieren, indem ich die Komponenten rot, grün und blau auf 0 setze. Ich habe ein Beispiel für ein rot, some red. Ganz einfach, ich initialisiere nur den ersten Wert, also nur die Rotkomponente. Die beiden anderen Komponenten, grün und blau, lasse ich offen. Der Name some red ist vielleicht ein bisschen irreführend. Genauer gesagt definiere ich eine Variable, bei der die Rotkomponente 255 ist, grün und blau exakt 0. Denn in C muss ich nicht eine vollständige Struktur initialisieren. Es reicht, wenn ich anteilig initialisiere. Also prinzipiell reicht es, das erste Element einer Struktur zu initialisieren. Dann wird automatisch der Rest der Struktur initialisiert. Allerdings sagt der C-Standard, dass eine Initialisierung mit dem Wert erfolgt, den der C-Compiler verwendet, wenn globale Daten initialisiert werden, die nicht explizit durch den Anwender initialisiert werden. Dieser Wert ist in der Regel 0. Bei einigen wenigen Embedded-Systemen weicht dieser Wert ab. Dort ist er meistens dann 255, also FF auf Byte-Ebene, weil damit eben der Flash nicht beschrieben werden muss. Das heißt, die Zyklen des Flash-Schreibens werden dadurch verkürzt. Man muss also bei einigen Plattformen unter Umständen aufpassen, wie sich die Initialisierung tatsächlich auswirkt. Auf Desktop-Systemen wird standardmäßig mit der 0 initialisiert. Ja, Sie sehen schon, das Initialisieren von Datenstrukturen ist nicht ganz unkompliziert in C. Tatsächlich halte ich es für eines der kompliziertesten Konstrukte überhaupt, was man sich in C ausgedacht hat.
Der Hintergrund ist hier wieder, dass ich möglichst wenig schreiben muss als Programmierer, um möglichst viel zu bewirken. Wer schon mal Pascal programmiert hat, der weiß, dass ich Records in Pascal Element für Element initialisieren muss und dass der Compiler Fehler meldet, wenn ich zu wenig Elemente initialisiere, wenn ich zu viele Elemente initialisiere oder wenn ich bei geschachtelten Records eben nicht korrekt die Schachtelung vornehme. Der C-Compiler schimpft leider gar nicht, das heißt beim Initialisieren, wenn wir zu wenig Elemente initialisieren, wird einfach der Rest mit Nullen aufgefüllt. Zu viele Elemente, da kriegen wir tatsächlich eine Fehlermeldung, aber bei einer falschen Schachtelung wird der Compiler das auch übergehen, es sei denn, sie überschreiten am Ende wirklich die Anzahl der Initialisierungen. Ich habe jetzt mal hier für White Pixel eine korrekte Schachtelung vorgenommen, genauso wie man in Pascal Records initialisieren würde. Das heißt, der Punkt X kriegt die 100, Y die 75 und die Farben Rot, Grün und Blau jeweils den Wert 255. Red Origin, also ein roter Punkt im Ursprung, ist wie folgt initialisiert: 0 für X, 0 für Y und 255 für Rot. Jetzt werden Sie sagen, woher kommt das? Ganz einfach, ich schachtel meinen Punkt in der Initialisierung. Das bedeutet, wenn ich nur den ersten Punkt, also nur X, initialisiere, wird automatisch das Y mit initialisiert. Also unser Punkt wird hier über die 0 sowohl für X als auch für Y mit 0 beschrieben. Die 255 ist der zweite Teil in der Farbe, bedeutet jetzt, dass Rot mit 255 beschrieben wird und der Rest, Grün und Blau, wieder mit 0. Das heißt, das Red Origin ist eine Kombination aus dem Origin ganz oben, unserem Punkt, und dem Sum Red, wobei ich eben bei Origin noch das Y weggelassen habe. Es sieht jetzt gleich aus, bedeutet aber was anderes. Der Punkt darunter, Another One, hier haben wir auch die 0 und die 255 stehen, bedeutet aber jetzt, dass X 0 wird, 255 wird das Y und die Farben werden alle mit 0 initialisiert. Wäre also vielleicht ein schwarzer Punkt bei X 0 und Y 255. Das muss einem bei der Initialisierung bewusst sein. C füllt also einfach in der Reihenfolge auf. Es fordert nicht unbedingt, dass wir eine Schachtelung vornehmen. Wenn wir eine Schachtelung vornehmen, dann beendet die geschweifte Klammer immer das geschachtelte Element. Jetzt war es in den Anfängen von C zwar möglich, eine Struktur durch Initialisierung nur des ersten Elements vollständig mit Nullen zu initialisieren, was aber in C nicht funktioniert hat und was man explizit ausprogrammieren musste, das war der Fall, dass ich vielleicht nur ein einzelnes Element einer Struktur initialisieren möchte. Der Rest soll 0 sein und dieses Element steht halt nicht am Anfang, sondern vielleicht irgendwo am Ende einer Struktur. Ein anderes Problem, was sich beim Initialisieren natürlich ergibt und was sehr unschön in C ist, wenn ich einfach der Reihenfolge meines Struct folge, da muss ich als Programmierer immer wissen, wie mein Struct aufgebaut ist. Oder noch schlimmer, ein kombiniertes, geschachteltes Struct. Da muss ich wissen, wie mein Struct in sich geschachtelt ist, wie also alle Strukturen innerhalb der Struktur aufgebaut sind, damit ich eine Initialisierung spezifischer Elemente vornehmen kann. Nun, Gott sei Dank, gibt es ab C99 eine Lösung. Ich kann einzelne Elemente der Struktur mit dem sogenannten Punktoperator bei der Initialisierung initialisieren und damit eine Struktur generell mit 0 initialisieren und nur die gewünschten Elemente mit Werten versehen. Hier mal zwei Beispiele, einmal Red Pixel. Ich sage eben, ich möchte das C initialisieren, also den Farbanteil, und innerhalb von C das Rot auf 255 setzen. Das zweite Beispiel ist etwas abgekürzt, der grüne Pixel, ich kann das auch so schreiben, über den Punktoperator, ich möchte auf das Element C und innerhalb von C auf Grün zugreifen und das auf 255 setzen.
Das ist ein sehr elegantes Konstrukt, weil ich jetzt größere Datenstrukturen initialisieren kann und dabei einzelne Elemente adressieren kann bei der Initialisierung und diese mit spezifischen Werten versehen kann. Theoretisch kann ich sogar jedes Element einer Struktur auf die Weise initialisieren und es stellt eigentlich den saubereren Programmieransatz dar, weil der Compiler schimpft, wenn ein initialisiertes Element nicht im Struct enthalten ist. Während wenn ich in der Reihenfolge etwas verkehrt mache, schimpft der Compiler vielleicht allenfalls, dass da, wo eine Gleitkommazahl steht und nur ein Int-Wert enthalten ist oder andersrum, dass da vielleicht Typinformation verloren geht, also die Genauigkeit verloren geht. Vielleicht kriegen Sie eine solche Warnung, Sie kriegen aber nicht die Information, dass die Reihenfolge nicht stimmt. Wir schauen uns gleich im Anschluss die Initialisierung nochmal in der Virtuell C IDE an. Ich möchte davor allerdings noch auf die Operatoren eingehen, das heißt, welche Operatoren wir mit Struct verwenden können. Es sind nur 5 Operatoren, die auf Strukturen erlaubt sind. Der erste ist SizeOf. SizeOf ermittelt die Größe einer Struktur. Wir brauchen sie jetzt am Anfang noch nicht. Sie wird entscheidend, wenn wir Speicher später allokieren werden. Und SizeOf kann auch über die Verwendung der Struktur, über die Speicherschablone Aussagen treffen. Da werde ich auch gleich im Anschluss noch darauf zu sprechen kommen. Das heißt, das würde uns im Moment auch schon tangieren. Der Punktoperator, wir haben das bei der Initialisierung gerade kennengelernt, der Punktoperator dient für den Zugriff auf die einzelnen Elemente einer Struktur. Ganz einfach, Sie kennen das aus Java, das ist der Zugriff auf das Attribut einer Klasse. Das ist vergleichbar wie mit dem Zugriff auf die Strukturelemente in C. Ich habe mal hier das Beispiel Origin.x greift auf die x-Komponente von Origin zu oder Black.blue auf den Blue-Anteil in Black. Oder unser White-Pixel ist ja eine Kombination aus Punkt und Farbe. Ich möchte jetzt hier nur auf den Punkt und zwar genau auf das x zugreifen. Der Pfeiloperator kommt dann zum Einsatz, wenn unsere Struktur als Zeiger definiert ist. Da werde ich auch gleich im Beispiel noch näher drauf eingehen. In Java haben wir immer den Punktoperator, in C wird unterschieden zwischen Punkt- und Pfeiloperator. Der Kaufmanns- und Operator, der Adressoperator, wir kennen den schon von unserer Scanf-Funktion. Er erzeugt aus einer Struktur einen Zeiger auf die Struktur oder einen Zeiger auf ein Strukturelement. Jetzt mal hier dargestellt einfach, ich lege mir eine Variable an, tpixel. Diese Variable ist als Zeiger über den Stern angelegt und verweist auf meine Variable whitePixel. Hier sehen Sie dann die Verwendung des Pfeiloperators. Ich kann dann auf die Variable Pointer über den Pfeil zugreifen und zwar Zugriff auf der ersten Ebene. Das heißt, ich greife auf C, auf meine Farben zu. Innerhalb von C haben wir natürlich wieder eine klassische Struktur. Das heißt, der zweite Zugriff in der Hierarchie ist jetzt einfach der Punkt. Also Zugriff auf C innerhalb von Pointer und innerhalb von C dann Punkt Red auf den Rotanteil. Aber auch das schauen wir uns gleich im Beispiel in der Virtuell C IDE noch an. Ja, und zu guter Letzt der Ist-Gleich-Operator. Ein sehr entscheidender Operator, sehr wichtig in C, denn er verhält sich anders, als wir das aus Java kennen. Strukturen in C sind Speicherbereiche. Sie werden als Speicher behandelt und wenn ich Speicherbereiche zuweise, dann wird der Inhalt des Speichers kopiert. Also eigentlich genau das, was wir uns bei Zeichenketten wünschen würden. Wir würden gerne mit ist-gleich Zeichenketten einfach zuweisen. Dort funktioniert es nicht. Bei der Zuweisung von Zeichenketten ist es ähnlich wie in Java. Es wird nur eine Referenz, also nur ein Zeiger zugewiesen. Bei der Zuweisung von Datenstrukturen werden Speicherbereiche kopiert. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, alle Zeichenketten in C als Datenstrukturen zu definieren.
Das wäre natürlich möglich, allerdings hätten wir dann immer eine statische Größe, würden also alle Zeichenketten mit gleicher Speichergröße kopieren, was langfristig wahrscheinlich sehr ineffizient wäre. Der Zuweisungsoperator hat noch einen Seiteneffekt, der sehr wichtig ist. Der Zuweisungsoperator kommt nämlich auch dann zum Einsatz, wenn eine Struktur als Parameter an eine Funktion übergeben wird. Auch dann, das ist das, was ich immer wieder wiederholen kann und muss, wird der Parameter kopiert. C verwendet nie eine Referenz als Parameter, C verwendet immer eine Kopie. Das heißt, wenn ich eine Datenstruktur an eine Funktion übergebe, dann wird die Datenstruktur kopiert und die Funktion verarbeitet die Kopie der Struktur. Das hat einen schönen Vorteil, dass quasi die Struktur als Kopie in der Funktion so bearbeitet werden kann wie eine lokale Variable. Die Kopie hat keine Außenwirkung. Es hat aber auch den Nachteil, dass bei der Verwendung größerer Strukturen unter Umständen der Aufruf einer Funktion sehr ineffizient wird. Wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, dass ich die Daten einer Struktur auf dem Bildschirm ausgeben möchte, dann ist es unsinnig, die Daten der Struktur erst einmal zu kopieren und die Kopie dann auszugeben. Es wäre sinnvoll, dass ich direkt die Daten aus der Struktur ausgebe. Ich möchte die kopierten Daten ja nicht weiterverarbeiten, ich möchte sie nur ausgeben. Deswegen ist dieser Punkt hier an der Stelle so wichtig. Uns muss klar sein, dass wenn wir mit Datenstrukturen arbeiten, dass wir sehr schnell in C einfach mit Zeiger arbeiten werden, um das Kopieren von Strukturen beim Aufruf von Funktionen zu verhindern. Ich habe auch hier ein Beispiel auf der nächsten Folie. Ein Beispiel für die Operatoren. Ich habe die Variablen WhitePixel und AnotherPixel angelegt. WhitePixel ist initialisiert, AnotherPixel nicht. Wenn ich jetzt AnotherPixel WhitePixel zuweise, dann wird die Struktur komplett kopiert. Jetzt kann ich AnotherPixel verändern über den Punktoperator, das X und das Y und bewirke damit eine Änderung in der Variable AnotherPixel, aber natürlich nicht in WhitePixel. Wenn wir eine Funktion aufrufen wollen, zum Beispiel eben Ausgabe oder Zeichnen dieses Pixels, dann empfiehlt sich der Einsatz des Zeigers und ich verwende hier das Kaufmanns- und, also den Adressoperator, um den Zeiger von AnotherPixel an die Funktion zu übergeben. Ich vermeide also damit ein zweites Kopieren einer Kopie, die in der Funktion dann nur ausgegeben wird. Und das letzte Beispiel, was ein sehr interessantes Feature ab C99 in C ist, das ist das sogenannte Compound Literal. Es ist allerdings sehr speicherineffizient und empfiehlt sich nur für besondere Anwendungszwecke. Da kann ich eine Variable verwenden, die namenslos ist, die ausschließlich aus einer Initialisierung besteht. Und diese Initialisierung kann ich an jeder Stelle in meinem Programm vornehmen. Die Syntax lautet wie folgt: Ich schreibe in Klammern den Typ der Datenstruktur, gefolgt von geschweiften Klammern mit der Initialisierung. Und in dem Beispiel hier konkret möchte ich an die Funktion drawPixel den Zeiger auf eine Variable übergeben, schreibe also davor einfach noch das Kaufmanns-und. Wir hätten AnotherPixel im Programm anstelle von der Zuweisung mit WhitePixel auch direkt mit einem Compound literal zuweisen können. Es hätte dann wie folgt ausgesehen: AnotherPixel ist gleich in Klammern auf, tPixel Klammer zu, geschweifte Klammer auf und dann die entsprechende Initialisierung. Tatsächlich führt es dazu, dass der Compiler versteckt Speicher für eine lokale Variable anlegt, die die Initialisierung aufnimmt. Das heißt, es wird der Speicher einfach nicht nur beim Zuweisen vergeben, es wird tatsächlich der Speicher für die Variable angelegt. Denn der C-Standard erlaubt, und das sehen wir jetzt auch bei der Funktion drawPixel, der Speicher dieses Compound-Literals darf auch verändert werden. Das heißt zwar Compound-Literal, also eigentlich ein zusammengesetztes Literal. Es wird aber nicht im Sinne eines Literals, wie bei Strings beispielsweise, als konstant festgelegt. Nein, der Speicher ist sogar veränderlich. Und damit bedeutet das,
beim Übersetzen, dass dieser Speicher tatsächlich angelegt wird, würde mein Programm aus vielen Compound-Literalen bestehen, würde quasi jedes Compound-Literal eine lokale Variable repräsentieren. Deswegen ist der typische Anwendungsfall für das Compound-Literal ganz einfach das Testen. Wenn ich irgendwelche Testbedingungen erstellen möchte und diese Testbedingungen sich häufig ändern, dann ist es natürlich sehr elegant, solche Testbedingungen einfach über Compound-Literale, also Strukturen mit Werten zu initialisieren, die ich dann für das Testen verwende. Ja, bevor wir jetzt zum Beispiel in der Virtual-C-IDE kommen, möchte ich nochmal kurz das Arbeiten mit Datensätzen zusammenfassen. Hier mal am Beispiel der komplexen Zahlen, auch wenn ab C99 komplexe Zahlen in C als Typ optional auch möglich sind. Hier mal das Beispiel, weil es typisch ist fürs Arbeiten mit Strukturen, dass wir uns eine komplexe Zahl mit Real- und Imaginärteil vom Typ Double jeweils anlegen. Wir können also diesen Datentyp deklarieren und nach der Deklaration verwenden. Wir definieren hier zum Beispiel die Variablen x, y und z. Achtung, sie sind jetzt hier nicht initialisiert. In der Praxis würde ich natürlich die Variablen mindestens mit 0 vorinitialisieren. Wenn ich jetzt eine Operation ausführe, wie zum Beispiel Addition, wenn ich x plus y rechnen möchte, das Ganze dem z zuweise, dann kann ich in C nur elementeweise verarbeiten. Das heißt, ich muss den Punktoperator verwenden, um auf die Elemente zuweisen zu können. Wer schon C++ programmiert hat oder davon gehört hat, der hat wahrscheinlich mitbekommen, dass ich in C++ Operatoren für Strukturen definieren kann. Damit kann sich das Verhalten des Plus-Operators auf eine Struktur anders auswirken. Ich könnte also in C++ die Addition einfach als Plus-Operator definieren. Das ist allerdings eine etwas gefährliche Angelegenheit, die ganz stark mit der Typsicherheit zusammenhängt und sie ist besonders fehlerträchtig. Deswegen sind auch die Entwickler von Java wieder davon abgekommen, dass man Operatoren für Klassen einführen kann. Sinnvoller sind hier natürlich Methoden zu schreiben. In C bleibt uns nichts anderes übrig. Das heißt, wenn wir so etwas wie komplexe Zahlen für einen eigenen Datentyp T-Komplex unterstützen wollen, dann müssten wir Addition, Multiplikation, Subtraktion etc. All diese Funktionen müssten wir definieren als Funktion mit eben den Parametern vom Typ T-Komplex und da idealerweise natürlich mit Zeigern vom Parameter T-Komplex. Zum Abschluss noch ein Hinweis, der mir auch immer sehr wichtig ist, weil ich schon viele Stunden Fehler deswegen gesucht habe. Die Datenstrukturen können vom Compiler anders im Speicher ausgerichtet werden, als wir das vielleicht als Programmierer sofort erwarten würden. Ich habe mal hier ein Beispiel für die Anwendung. Ich möchte meine Farben auf dem Bildschirmspeicher darstellen. Also wir haben gerade vorhin die Datenstruktur T-Color gesehen, die Rot, Grün und Blau aufnimmt. Dann könnte ein Element von dieser Datenstruktur genau einen Pixel auf dem Bildschirm repräsentieren. Wäre jetzt also hier Beispiel 24-Bit Farbtiefe. Jetzt hat der Compiler leider die Möglichkeit, aus Optimierungsgründen ein anderes Alignment, also eine andere Ausrichtung der Mitglieder einer Struktur vorzunehmen. Das heißt, unser TypeDef, den wir vorhin angelegt haben, würden wir erwarten, Rot, Grün und Blau stehen aufsteigend im Speicher. Das würde hier zu diesem Beispiel, zu dem Bildschirmspeicher passen. Tatsächlich könnte der Compiler aber optimieren im Sinne eines 32-Bit-Systems und bestimmen, dass jeder Zugriff genau 32-Bit groß ist. Das heißt, die Struktur könnte tatsächlich im Speicher wie folgt aussehen. Der Rotanteil kriegt 4 Bytes, Grünanteil kriegt 4 Bytes und der Blauanteil kriegt 4 Bytes. Das sind sogenannte Padding Bytes, also Bytes, die zwischen den Elementen einer Struktur einfach auffüllen. Und das ist natürlich eine völlig unterschiedliche Repräsentation der gleichen Struktur.
Das heißt, wenn wir den Bildschirmspeicher damit beschreiben wollten, dann würden wir nicht die Farben eines Pixels setzen, sondern wir würden die Farben von 4 Pixeln setzen und mit Sicherheit nicht so, wie wir das erwarten würden. Das heißt, das Alignment beschreibt, wie die Strukturelemente im Speicher abgelegt werden, also wie sie ausgerichtet werden im Speicher, und ist eigentlich notwendig für die exakte Beschreibung einer Datenstruktur. Leider gibt es im C-Standard kein Schlüsselwort dafür. Das heißt, jeder Compiler ist spezifisch, oder meistens sind es Compiler-Optionen, bei denen Sie einstellen, wie das Alignment durchgeführt werden soll. Und das führt natürlich dazu, dass eine Struktur in C, die wirklich auf Hardware ausgerichtet ist, sich nicht zwangsweise so verhält, oder ich sie zumindest im reinen C-Programm nicht so anwenden kann, wie ich das möchte. Ich muss also immer auf compilerspezifische Optionen zurückgreifen. Es gibt allerdings immerhin ab dem C11-Standard das Schlüsselwort Align As und die Abfrage Align Off. Also so wie ich mit Size Off abfragen kann, wie groß eine Struktur ist, so kann ich mit Align Off abfragen, welches Alignment für das Element einer Struktur angewandt wird. Ich kann mit Align As versuchen, das Alignment zu ändern. In der Regel führt das zu einer Fehlermeldung beim Übersetzen. Wenn ich also versuche, das zweite Beispiel mit 4 Byte Alignment, die Struktur mit Align As Character auf Bytes auszurichten, dann wird der Compiler an der Stelle eine Fehlermeldung liefern und sagen, das Alignment passt nicht zum eingestellten Alignment. Damit kann ich natürlich spätere Laufzeitfehler verhindern. Allerdings muss ich als Programmierer dann sicherstellen, dass ich das Alignment beim Compiler korrekt einstelle. Also oft kann ich es gesamtprogrammmäßig einstellen, oder ich muss bestimmte compilerspezifische Anweisungen verwenden, um für einzelne Strukturen dieses Alignment umzustellen. Leider eben keine direkte Unterstützung aus dem ISO C-Standard. Okay, im zweiten Video schauen wir uns die Datenstrukturen als Beispiel in der Virtual C IDE an. Bis gleich.